Rasierschaum gegen Fleckenreiniger. Apfel gegen teuren Regenabweiser. Cola gegen professionelle Chrompolitur. Und Bananen sollen als Motorölersatz herhalten. Geheimtipp oder Flop? Wir machen den Praxistest. Teure Pflegemittel gibt es im Baumarkt und im Fachhandel viele. Doch sind sie überhaupt nötig? Natascha und Carsten werden prüfen, ob die kleinen Autowehwehchen auch preisgünstig in den Griff zu bekommen sind. Dazu fahren sie zu unserem Experten, Kfz-Meister Matthias Wiesheu. Im Internet tummeln sich die abenteuerlichsten Tipps zur richtigen Autopflege. Wir werden heute testen, ob die preisgünstigen Tipps tatsächlich gegen die teuren Produkte aus dem Baumarkt standhalten können. Test 1. Der Rasierschaum-Tipp. Laut Internet-Tüftlern wird Rasierschaum genauso gut mit Flecken fertig wie die teuren Fleckenentferner. Doch zuerst müssen die Flecken erst einmal auf den Sitz. Bei diesem Experiment haben wir uns für Holundersaft, Milcheis und Cola entschieden. Vor allem rote Saftflecken sind gefürchtet, weil sie besonders intensiv in die Stofffasern eindringen. Was für eine Sauerei. Wie wird sich der Rasierschaum schlagen? Immerhin enthält er ausreichend Seife, die Wasser und Fette zugleich bindet. Ob das für die Flecken im Sitz reicht? Also jetzt ist das Ganze ja noch ziemlich feucht. Die Schokoladenflecken sieht man auf jeden Fall noch. Hier war ja ein riesiger Holundersaftfleck, also diese dunkle Masse. Das sieht man jetzt nicht mehr. Und wenn es getrocknet ist, bin ich mal gespannt, ob man dann den Fleck wieder sieht oder nicht. Bisher sieht es gut aus. Nach dem Motto, was für ein Männergesicht gut ist, kann für den Stoff nicht schlecht sein. Oder doch alles Humbug? Die Seifenstoffe, die im Rasierschaum sind und das Barthaar aufweichen, machen das Gleiche mit dem Polster. Und durch die hohe Konsistenz wird der Schmutz aufgenommen und lässt sich dann problemlos mit einem Lappen entfernen. Das ist eindeutig die günstigere Alternative. Tatsächlich, der Rasierschaum hat fast alle Flecken problemlos und schnell beseitigt. Im Gegensatz zum Fleckenreiniger wird er auch noch schneller trocken. Für die meisten Flecken ist er vollkommen ausreichend. Ein deutliches Plus für den Rasierschaum, nicht nur preislich. Test 2. Der Cola-Alufolien-Trick. Cola und Alufolie sollen Chrom genauso gut polieren wie die klassische Chrompolitur. Nur ein billiger Scherz aus dem Internet oder vielleicht doch ein echter Geheimtipp? Natascha und Carsten rüsten sich schon mal aus. Unser Auto ist samt Chromstoßstange mehr als 20 Jahre alt. Ein stolzes Alter für eine Chromstoßstange. Denn die wird mit der Zeit immer blasser. Warum sollte gerade Cola bei mattem Chrom helfen? Ich erwarte ein etwa gleichwertiges Ergebnis, denn Cola enthält Phosphorsäure und in Verbindung mit der Alufolie erzeugt es eine chemische Reaktion auf dem Chrom und macht das Material genauso hochglänzend wie mit der Chrompolitur. Ob der Experte mit seiner Einschätzung recht behält? Beide holen noch einmal alles aus ihren Produkten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall mit der Cola besser geworden, als ich gedacht hätte. Auf den ersten Blick scheinen beide Seiten gleich gut poliert. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man leichte Schlieren auf der Cola-Alu-Stange. Im Gegensatz dazu die Chrompolitur. Absolut einwandfrei. Deswegen nur einen Punkt für die günstigere Alternative Cola-Alu und zwei für das Profimittel. Test 3. Brandlochflicken. Mit einer Kombination aus Heißkleber, Stoff, Backpapier und Bügeleisen soll man ein Brandloch-Kit perfekt ersetzen können. Das sagt zumindest das Internet. Natascha und Carsten brennen erstmal die Löcher in die Sitze. Ein wahrer Albtraum für jeden Autoliebhaber. Mit dem Notfallkit aus dem Internet macht sich Carsten an die Arbeit. Ob Heißkleber, Backpapier und Bügeleisen wirklich ausreichen, um das Loch zu stopfen? Ich kann mir das nicht vorstellen mit dem bisschen Material, dass er das irgendwie professionell hinbringt. Normalerweise findet man überschüssigen Stoff auf der Unterseite des Rücksitzes. Der eignet sich ideal für unseren Test. Carsten beginnt jetzt mit Schritt 1, Stoff kleinschneiden. Während unser Profi sein Werkzeug vorbereitet und das Loch akribisch mit einer Nagelschere zurechtschneidet, kommt Carsten zu seinem zweiten Schritt. Der Stoff wird mit dem Heißkleber vermengt und klein gehäckselt. Dagegen ist unser Profi schon einen Schritt weiter. Mit Textilfasern mischt er jetzt die richtige Farbe zusammen. Die Fasern in das Loch stopfen und glattrollen, Kleber aufsprühen und fertig.
Besser kann man es gar nicht lösen. Perfekt. Während Natascha das Ergebnis bewundert, sehen die Bemühungen von Carsten nicht sehr vielversprechend aus. Der Profi muss jetzt nur noch den neuen Stoff trockenbügeln. Ein einwandfreies Ergebnis. Nach knapp 30 Minuten bügelt Carsten jetzt auch seinen Sitz. Ob er mit seinem Ergebnis zufrieden sein wird? Ziemlich schlimm. Also eigentlich sollte es ja besser werden. Ist aber eigentlich, sieht es schlimmer aus als vorher. Der Stoff ist so grob immer noch. Also es ist gar nichts geworden. Also wenn ich mir das Ergebnis vom Carsten angucke, dann hat er absolut versagt. Also ich bin für den Profi. Und auch im Vergleich sieht man ganz deutlich ein perfektes Ergebnis vom Profi. Der Tipp aus dem Internet, völlig nutzlos. Ganz klar, 2 Punkte für den Profi, trotz der 40 Euro. Die lohnen sich nämlich. Test 4. Der Apfeltrick. Wenn die Scheibenwischer ausfallen und es in Strömen gießt, einfach einen Apfel auf die Windschutzscheibe schmieren. Na dann mal an die Arbeit. Kann ein Apfel tatsächlich gegen Regen helfen? Reibt man den Apfel an der Scheibe, bleiben Fruchtsaft und Fleisch daran haften. Angeblich soll dadurch das Wasser genauso gut abperlen wie bei einem chemischen Regenabweiser. Die kleinen Fruchtstücke rauen die Oberfläche auf und erzielen praktisch eine Art Lotus-Effekt. Zumindest laut Internet. Aber leider, die Seite mit dem Apfel hat fast keinen Effekt erzielt. Der Regenabweiser schneidet wesentlich besser ab. Ich hätte erwartet, dass der Apfel eine gewisse Wirkung zeigt, aber dass er mit der Nanotechnologie mithalten kann, konnte ich mir nicht vorstellen, denn es sind gewisse Säuren im Apfel vorhanden, aber er verschmiert wohl mehr die Scheibe, als Wasserregen abweist. Der Tipp mit dem Apfel, alles andere als alltagstauglich, deswegen keinen Punkt. Test 5. Motorölersatz. Dieser Test basiert auf einem Mythos. Zwei französische Brüder sollen mit einer Ente um die Welt gefahren sein, und zwar mit Bananen statt Motoröl. Die beiden Brüder dachten wohl, dass Bananen ähnlich gut schmieren wie Motoröl, auch wenn Bananen recht schmierig aussehen. Besitzen sie doch kaum mehr Fette als andere Früchte. Diesen Mythos wollen wir prüfen. Aber dafür muss das Auto erstmal auf die Hebebühne und vom Öl befreit werden. Was sagt eigentlich unser Experte zu der Legende mit den Bananen? Kann das wirklich funktionieren? Also ich sehe dem Ganzen etwas misstrauisch entgegen, denn bei alten Motoren, wie es damals die Ente war, da mag das funktionieren, weil es ein Boxermotor ist und die Ölpumpe muss das Öl ja nur in der Quere verteilen, weil der drin liegt. Und bei modernen Hochleistungsmotoren müsste man die Bananenpumpe hochpumpen und ich glaube nicht, dass diese die Schmierstellen erreicht. Auch wenn Bananen nicht wirklich viel Fett enthalten, gerade mal 0,2%, sind sie vielleicht ja trotzdem schmierig genug, um den Motor am Leben zu halten. Vor 50 Jahren hat es ja angeblich funktioniert. Jetzt nur noch den Motor starten. Natascha und Carsten suchen sich eine abgelegene Straße. Sie wollen schließlich nicht den Verkehr gefährden. Und jetzt gibt Carsten so richtig Vollgas. Ob der Motor das überleben wird? Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Nach knapp 5 Kilometern sagt das Auto was, es quietscht. Und aber es fährt noch. Es fährt, aber es quietscht und hört sich ein bisschen beunruhigend an. Das wollen wir genauer wissen und schicken die beiden erneut auf die Straße. Ob Carsten noch einmal 5 Kilometer schaffen wird? Ja, es fährt noch, aber je weiter man fährt, desto mehr kommen komische Geräusche und ist etwas angsteinflößend mittlerweile. Aber es fährt. Aber das hört sich nicht gut an. Wie lange der Motor das noch durchhalten wird? Ich bin überrascht, dass der Motor 10 Kilometer gehalten hat mit dieser Bananenpumpe. Würde man die Drehzahl etwas reduzieren, könnte man wahrscheinlich nochmal 10 Kilometer rausholen. Die Geräusche, die er zum Schluss gemacht hat, das ist ein Zeichen von Schmiermangel. Das heißt, die Lager sind gefressen,
die Schmierung war weg, der Motor läuft trocken und irgendwann würde er in kurzer Zeit blockieren. Nach knapp 12 Kilometern ist dann endgültig Schluss. Jetzt ist er auch ausgegangen. Oh, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht gar nichts mehr. Nee. Es leuchten auch alle Leuchten. Ich glaube, da ist einfach alles hinüber jetzt. Geht nichts mehr. Das war's für den Mythos. Alles andere als eine gute Idee. Denn danach ist der Motor im Normalfall Schrott.